Hey Leute, ich melde mich früher als eigentlich geplant mit einem neuen Video zurück. Denn der Plan war, wieder so ein längeres Video über einen ganzen YouTube-Kanal zu machen, so wie ich es mit Tamara Verney gemacht habe. Aber das ist jetzt ein kleiner Einblick hinter die Kulissen bei mir. Seit meiner Recherche für das Martin-Sellner-Video kriege ich ganz seltsame YouTube-Empfehlungen aus der identitären Szene. Meistens ignoriere ich das oder klicke das weg, vor allem weil sich die Martin-Sellner-Videos recht leicht anhand von Thumbnails erkennen lassen. Da ist oft sein Gesicht drauf und es geht um Flüchtlinge, die identitäre Bewegung und die böse Antifa natürlich. Aber dann ist mir letztens, während ich mir meine tägliche Dosis John Oliver's Have My Samantha Bee reingezogen habe, dieses Video aufgefallen. Die nervigste Politikerin Deutschlands, Kathi Schulze, mit diesem Bild. Es hat mich dann echt überrascht herauszufinden, welche Wellen dieses seltsame Video geschlagen hat. Sellner-Sympathisanten haben das auf YouTube vervielfältigt oder sind dem nachgeeifert und haben ihre eigenen Videos zu Schulze gemacht. Und auch verschiedene Online-Artikel wurden dazu geschrieben. Alles über die angeblich nervigste Politikerin Deutschlands. Also musste ich dann natürlich draufklicken. Und das Video hält echt, was der Titel verspricht. Sellner hat wirklich einfach nur einen Vlog darüber gemacht, wie sehr ihn die Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern nervt. Und es ist jetzt nicht so, als ob ich davor ein tolles Bild von Sellner hatte oder so, aber ich dachte schon, dass man sich mit seinen Videos und den Forderungen der identitären Bewegung ernsthaft auseinandersetzen sollte. Und deswegen stört mich dieses Ding hier, wo er einfach auf billigste Art und Weise über eine Politikerin, die er nicht mag, herzieht. Und deswegen mache ich jetzt scheinbar ein Video dazu, weil ich das einfach nicht ignorieren konnte. Und tatsächlich gibt es da einige interessante Sachen rund um tugendhaftes Auftreten und wütende Frauen im öffentlichen Leben zu besprechen. Dazu dann später mehr. Jetzt bringen wir am besten die besonders peinlichen Teile von Sellners Video schon mal hinter uns. Ich habe versucht, das einigermaßen knapp zusammenzuschneiden. Ich würde euch aber wie immer empfehlen, Sellners Originalvideo anzuschauen. Und hey, schaut euch auch gleich das Video von Schulze an, worauf er sich bezieht. Die Links sind beide in der Videobeschreibung unten. Also, legen wir los. Was mir am meisten an ihr aufreibt, ist diese totale Selbstgefälligkeit, mit der sie jedes ihrer Videos beginnt. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ich habe mir die zwei letzten Nächte um die Ohren geschlagen, weil eine panische Regionalpartei. Panisch. Panische Regionalpartei. Dieses unfassbare Entitlement in ihrer Stimme, ja? Wie komme ich überhaupt dazu, überhaupt? Ich habe mir zwei Nächte um die Ohren geschlagen. Ja? Also das ganze Video strotzt vor Anklage, vor Selbstgefälligkeit, vor dieser absoluten Selbstgerechtheit. Im Hintergrund diese lächerliche We Can Do It Frauenikone, dieses für ein starkes Europaplakat, das sie irgendwie lieblos auf ihr Sofa gestellt hat. Diese Frau ist einfach das Epitom an Talentlosigkeit. Ich finde das so unglaublich schäbig. Ich finde das so unglaublich, so unglaublich schäbig. Das muss endlich aufhören. Das muss endlich aufhören, weil ich Katharina Schulze will es. Und ich habe die Moral auf meiner Seite. Ich will die Freizügigkeit erhalten und ich will den Schengen-Raum stärken. Die Freizügigkeit will ich auch in gewissen Fällen halten, in deinem Fall eher nicht. Helft mir doch bitte dabei, dass wir unsere Zukunft gut gestalten. Ich habe nämlich keinen Bock. Mich reißt jedes Mal bei der Stelle im Video. Ich habe nämlich keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Keinen Bock. Und ich habe auch keinen kein Bock dazu, dass nationale Kleingeister unser Europa kaputt machen. Liebe grüne Bayern, bitte beendet dieses Trauerspiel. Nehmt doch die liebe arme Kathi in den Arm und sagt ihr, dass sie mit diesem Overacting aufhören soll. Mit diesem keine Lust. Und diese gespielten Nachdenkpausen, das ist unerträglich, wirklich. Es ist ein reines Cringe-Festival. Der ganze Kanal ist wie eine einzige SJW, dass ich mal schön ausspreche, Parodie. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich einen Aufstand der Anständigen und Aufstand der Anständigen. Bitte nicht. Oh mein Gott. Es wird immer schlimmer. Merkst du das, Kathi? Spürst du dich selber? Na, ich glaube, die spürt sich wirklich nicht. Die spürt sich einfach nicht mehr. Katharina Schulze ist das beste Argument gegen die ganze links-grüne Multikulti-Erziehung, gegen diesen ganzen Wahnsinn. Weil genau sowas kommt dabei raus. Ja, also was kann man dazu noch sagen? Vielleicht vorneweg, dass mir dieses Video von Katharina Schulze auch nicht besonders gut gefällt. Dieser emotionale Aufruf mit seiner doch recht affektierten Sprache hätte auf einer Bühne vor vielen Leuten oder vielleicht als kurzes Social-Media-Video auf Instagram oder Facebook besser funktioniert als hier auf YouTube, finde ich. Aber man sollte schon hervorheben, dass Katharina Schulze nicht auf dieses Video reduziert werden kann. Ihr Kanal besteht vor allem aus ihren Auftritten im Bayerischen Landtag, gut produzierten Werbespots und einigen Interviews.
Und weil Sellner sie hier gleich als talentlos abstempelt, sollte man auch festhalten, dass sie zum Beispiel erst Anfang Oktober vom Verband der Redenschreiber deutscher Sprache einen Rhetorikpreis bekommen hat. Laut denen war sie nämlich die beste Rednerin im bayerischen Wahlkampf. Sie war wohl inspirierend, überzeugend, glaubwürdig und unterhaltsam. Zitat: In ihren Reden voller Energie glänzte sie mit klaren Botschaften und einer greifbaren Persönlichkeit mit eindeutiger Positionierung. Und auch abgesehen davon, ich meine, sie hat es mit nur 31 Jahren zur Mitfraktionsvorsitzenden der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag geschafft. Von Talentlosigkeit kann hier also beim besten Willen oder schlechtesten Willen nicht die Rede sein. Aber in dem Video Statement zur aktuellen Lage, Lager, Menschenleben, Europa, präsentiert sie sich schon anders als sonst. Sie ist emotionaler, das ist nicht groß produziert, sie macht da quasi einen Vlog, vielleicht sogar nur mit ihrem Smartphone. Das scheint eine direkte Reaktion auf die sogenannte Regierungskrise Anfang Juni gewesen zu sein, wo Seehofer und Merkel wegen der Asylpolitik aneinander geraten sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Sie sagt ja auch zu Beginn, dass sie deswegen angeblich 2 Tage nicht geschlafen hat. Wegen dieser unpolierten Direktheit ist dieses Video besonders auffällig, vor allem weil es verglichen mit ihren anderen Videos überraschend viele Views und Dislikes hat. Ja, keine Ahnung, woran das liegen könnte. Aber Sellner hat sich dieses kurze, für Schulze uncharakteristische Video herausgesucht, hat ohne Kontext ein paar Clips rausgezogen und bezeichnet Schulze anhand davon als nervigste Politikerin Deutschlands, als schlechte Schauspielerin, als talentlos, als bestes Argument gegen den Multikulti-Wahnsinn. Und er thematisiert sogar öfters in dem Video, wie unfair und unangebracht das ist, was er gerade macht. Oh Gott. Soll ich das Video machen? Ich wünschte, das wäre Chin. Ich muss es machen, Leute. Es geht nicht anders. Ich weiß, das Video jetzt ist ein bisschen unsachlich, am Ende wird es leicht sachlich werden. Es ist eigentlich nur ein emotionaler, oberflächlicher Rant. Aber Oscar Wilde hat mal gesagt, nur oberflächliche Menschen sind nicht oberflächlich oder so ähnlich. Es tut mir leid, ich weiß, es ist keine politische Analyse, es werden welche folgen und kommen, aber das ist einfach, ich muss Dampf ablassen. Das betonte er auch nochmal in der Videobeschreibung und in einem gepinnten Kommentar. All diese Einwände legte er aber beiseite, denn er konnte nicht anders. Er musste es machen. Natürlich konnte er anders. Er beschwert sich in einem Kommentar dann auch noch, dass er keine Inhalte finden konnte. Ich meine, klar, in diesem 2-Minuten-Video findet man halt nicht die inhaltliche Tiefe, die man zum Beispiel in einem Wahlprogramm der Grünen finden würde. Aber das war ja eine Entscheidung Sellners, nur dieses eine Video von ihr zu zeigen. Und es gibt, nur weil er sich bewusst ist, wie scheiße er Schulze hier behandelt, auch keinen Freipass dafür. Sellner hat sich auf dieses Niveau begeben und das ist jetzt sein Niveau. Und gerade deshalb sollten wir uns das Video genauer ansehen. Ich meine, was hat er denn, außer dass ihn nervt, wie sie Hallo zusammen sagt, konkret an Schulze auszusetzen? Katharina Schulze. Hallo zusammen. Den feistfröhlichen, pummeligen Ausbund des bundesrepublikanischen Tugendterrors, der Tugendhuberei, wie sie Martin Lichtmes unlängst perfekt benannt hat auf Twitter. Sowas wie die völlige Materialisierung, die Konzentration des gesamten Refugee-Welcome-Willkommens-Wahnsinns. Okay, das, was er hier kurz einblendet, ist interessant. Da lohnt es sich sogar, drüber zu reden. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Ausdruck Virtue Signaling schon kennen. Dieser Twitter-Nutzer übersetzt das als Tugendhuberei, aber die Debatte darum ist doch etwas komplexer. Bekannt wurde der Ausdruck 2015, nachdem er von dem Journalisten James Bartholomew in einem Artikel für The Spectator benutzt wurde. Bartholomew kritisiert da Leute, die durch eine öffentliche Meinungsäußerung zeigen wollen, dass sie ein guter Mensch sind, ohne dann später im Privaten tatsächlich hinter diesen Meinungen zu stehen. Hier eine Übersetzung der Definition von der Cambridge Dictionary Seite. Der Versuch, anderen zu zeigen, dass sie ein guter Mensch sind, zum Beispiel durch Meinungsäußerungen, die für sie akzeptabel sind, vor allem in sozialen Medien. Tugendsignalisierung ist die populäre, moderne Angewohnheit, Moral und Anstand für sich zu beanspruchen, indem man Abscheu oder Zustimmung für bestimmte politische Ideen oder kulturelle Ereignisse ausdrückt. Und im Kontext von dem, was Bartholomew beschreibt, ist diese Bezeichnung echt sinnvoll. Ich meine, so Leute kennen wir alle. Jemand, der zum Beispiel einen Jutebeutel mit einem Umweltschutzspruch trägt, aber dann zu Hause nicht im Müll trennt. Oder zum Beispiel Freunde, die bei der Ice Bucket Challenge mitgemacht haben, aber dann selber nicht gespendet haben. Das trifft vollkommen zu. Problematisch wurde diese Bezeichnung erst, als sie von der rechten Szene politisiert wurde. Denn jetzt fliegt der Begriff online wild umher, um allen sogenannten Social Justice Warriors, also
Leute, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, vorzuwerfen, dass die zur Schaustellung der eigenen Tugendhaftigkeit die einzige Motivation für bestimmte Aussagen oder Meinungen sei, weil es für manche Leute online scheinbar unvorstellbar ist, dass man Diskriminierung ehrlich nicht so geil finden kann. Zum einen ist dieser Gebrauch schlecht, weil das als Ausrede benutzt wird, um nicht über Inhalte reden zu müssen, und zum anderen verzerrt es diese Idee des Virtue Signalings dadurch, dass es bei Leuten, die man selber nicht kennt, angewendet wird, sodass es eigentlich keine greifbaren Kriterien mehr hat. Denn es ist eine Sache, dieses scheinheilige Verhalten bei Freunden und Bekannten zu erkennen und zu benennen, aber etwas komplett anderes, das Politikerinnen zu unterstellen, die man nicht kennt. So unglaublich schäbig, und ihre ganzen Nackenhaare sträuben sich vor Empörung über diese Schäbigkeit, die sie aber braucht. Die sie braucht, denn nur anhand dieser Schäbigkeit kann sie sich ihre eigene Güte, ihre eigene Gutheit, ihr ganzes Gutmenschtum so richtig herrlich geben vor der Kamera. Zum Schluss dieses: Ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen, wo die Stimme leicht abbricht. Das nervt mich am meisten an ihr. Das ist alles schlecht geschauspielert. Das ist alles eine inszenierte Gestik. Das ist nicht authentisch. Das ist nicht authentisch, wirklich nicht. Ja? Das ist einfach alles nur aufgetragen, aber auf eine derartig plumpe und kitschige und schmierige Art und Weise, dass ich wirklich, da steigen mir die Grausbirnen auf. Ja. Sellner behauptet jetzt quasi, dass Katharina Schulze mit dem Video Virtue Signaling betreibt, also dass sie hier nur ihre Tugendhaftigkeit, ihr Gutmenschsein zur Schau stellen möchte, ohne diese Werte wirklich zu leben. Aber ich meine, Schulze betreibt doch diese Politik, über die sie redet. Das können wir ja alle mitverfolgen. Sie macht ja was. Alle ihre öffentlichen Auftritte stimmen ja mit ihren Grundpositionen überein. Meint Sellner, dass sie also ihr ganzes politisches Leben als Täuschung inszeniert hat und heimlich ganz anders denkt? Was würde ihr das bringen? Hat sie einen Plan, in 20 Jahren die Grünen von innen zu zerstören oder so? Also, woher kommt diese Unterstellung? Woran macht er das fest, dass Schulze angeblich nicht das glaubt, was sie äußert? Weiß Sellner irgendwas über Schulze, was wir nicht wissen? Und das ist auch wirklich ein großer Aufhänger für Sellner, also eigentlich sein einziger Grund, warum ihn Schulzes Auftreten so nervt, weil er meint, dass sie schlecht schauspielert. Und wir bekommen jetzt ein neues Grenzregime und Lager für Geflüchtete. Es ist nicht unglaublich zynisch. Ein kleiner Tipp für dich, Kate, vom Pro quasi. Wenn du so einen spontan wirkenden oder spontan wirken sollenden Stoßseufzer vom Stapel lassen willst, so ein ich kann es schlecht machen, ich glaube, da braucht man so einen grünen Gen, ja, oder muss lange Zeit, was hat sie studiert, Psychologie, Politikwissenschaften studiert haben, um es irgendwie auch rauszubringen. Ja. Da gibt es wahrscheinlich eigene Stoßseufzer und Empörungsseminare. Aber um den wirklich authentisch rüberzubringen, sollte man dazwischen eine kurze Pause lassen. Das Stoßseufzer-Tutorial. Also, und Lager für Geflüchtete. Ist es nicht unglaublich zynisch, also so zu tun, als würde man kurz nachdenken und dann spontan mit dem rauskommen, das kommt besser als und Lager für Geflüchtete. Ist es nicht unglaublich zynisch? Das wirkt sehr schlecht delivered. Wenn du schon versuchst, hyperemotionale, spontane Statements einzustudieren, dann bitte bring sie auch irgendwie gut rüber, okay? Abseits davon, ob Schulze an das glaubt, was sie sagt, oder diese ganze Arbeit nur macht, um als guter Mensch dazustehen, gibt es natürlich bei jedem YouTube-Vlog-Video eine Ebene der Performance, der Selbstdarstellung. Schulzes Reaktion auf die CDU-CSU-Regierungskrise wurde ja nicht zufällig von irgendjemandem eingefangen, sondern von ihr bewusst nachgestellt. Genauso wie Sellner hier keine authentische Reaktion auf das Video von Schulze hat, sondern so tut, als würde er spontan darüber lachen. Ich bin jetzt kein Medienwissenschaftler, aber ich würde sagen, als Rezipientinnen eines Vlog-Formats stützen wir uns vermutlich auf unser vorheriges Wissen über die Person, wie sie in der Öffentlichkeit auftritt und was sie vertritt, um das Video als authentisch wahrzunehmen. Das leicht gekünstelte dieser Selbstdarstellung ist einfach Teil davon. Es ist Teil von YouTube. Das ist jetzt eigentlich der gleiche Punkt wie eben. Wir wissen, wie Schulze zu diesen Themen steht und wie engagiert und aufgebracht sie öffentlich darüber diskutiert. Das, was wir sehen, ist halt, wie Schulze sich auf YouTube präsentiert. Genauso wissen wir, dass Sellner arrogant und gehässig genug ist, um sich über ein Video wie das von Schulze lustig zu machen und ihre Form der Selbstdarstellung zu kritisieren, so wie er es hier für sein Video nachstellt. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass sie ihre Empörung, ihre Wut nicht schauspielert, weil wir ja jetzt den Kontext für ihre Reaktion kennen und wissen, wie sie sonst auftritt, dann macht sich Sellner hier einfach nur über Schulzes Redensart lustig und darüber, wie sie ihre Wut ausdrückt. Kurz gesagt, er nimmt sie einfach nicht ernst. Und aus dieser überheblichen Stellung heraus und nachdem er ihr jegliche Glaubwürdigkeit und Kompetenz aberkannt hat,
entscheidet Sellner sich dann auch noch auf ein paar inhaltliche Sachen in Schulzes Video einzugehen. Und wie ihr vielleicht seht, ist das mega problematisch auf dieser Grundlage, wo ja eigentlich ein ad hominem Angriff auf den Charakter, das Aussehen und die Motive von Schulze stattgefunden haben, eine politische Diskussion anzufangen. Das ist eine ziemlich dreckige Taktik von Sellner, ehrlich gesagt. Dazu kommt natürlich noch, dass das Video von Schulze mit knapp 2 Minuten halt nicht viel inhaltlich hergibt. Da hätte Sellner doch echt eine ihrer Reden im Landtag nehmen können oder einen Auftritt im Fernsehen. Aber gut, Sellner sieht in all dem kein Problem, beziehungsweise vielleicht sieht er das ein bisschen, aber hey, Klicks und so, ne? Also, schauen wir mal rein. Was will sie denn alles, die liebe Kathi? Ich will eine humanitäre Asylpolitik. Dann hilf vor Ort in Krisenregionen. Boah, okay, das wird jetzt so ein bisschen Inception-mäßig mit diesen drei Ebenen. Also hier akzeptiert Sellner irgendwie nicht, dass Schulze eine humanitäre Asylpolitik mit ihrer politischen Arbeit formen möchte. Er meint, sie soll wohl als Politikerin aufhören, in ihrem Amt Politik zu machen und stattdessen vor Ort bei einem NGO helfen. Ich will Fluchtursachen bekämpfen. Dann melde dich bei AHA, der Alternative Help Association, einem identitären Projekt, die wirklich nach Syrien fährt und Leuten vor Ort hilft, anstatt die Fluchtursachen mit einer riesigen Masse an jungen islamischen Menschen in unser schönes Land zu importieren. Das ist jetzt direkt wieder so ein Beispiel, wo Sellner Schulzes politische Arbeit nicht anerkennt, also dass sie ihre politischen Forderungen mit Politik umsetzen möchte. Das ist ja so ziemlich der Sinn und Zweck ihres Videos, so eine Art Mission Statement für ihre politischen Ziele auszudrücken. Wenn wir mal einen Blick auf das sehr vereinfachte Wahlprogramm der Bayerischen Grünen werfen, weil das stellte Schulz als Spitzenkandidatin in dem Wahlkampf ja vor, steht da zum Beispiel unter Punkt 4, Bayern und die Welt, dass die Partei zu Recht Waffenexporte in Krisengebiete als Problem identifiziert hat, was man auf deutscher Seite angehen könnte und sollte. Ich habe bei einer schnellen Suche zum Beispiel diese Berichterstattung von einer Wahlkampfveranstaltung mit ihr gefunden. Um Flucht und Migration zu stoppen, müsste es weniger Kriege geben, forderte Schulze. Sie möchte ein Ende von Waffenexporten in Kriegs- und Krisengebieten sowie gerechte, faire und transparente Handelsabkommen und mehr Entwicklungspartnerschaft. Zudem müsse man die Klimakrise in den Griff bekommen, afrikanische Staaten zu unterstützen, damit ihr Militär grenzendicht macht, um es als Entwicklungshilfe zu verkaufen, sei perfide. Wichtiger sei vielmehr eine Investition in Bildung und sauberes Trinkwasser. Sellners Forderung, dann geh nach Syrien, verstehe ich nicht wirklich. Was soll denn Katharina Schulze, die Mitfraktionsvorsitzende der Bayern-Grünen, vor Ort in Syrien machen? Meint er, dass deutsche Politik insgesamt nichts an den Fluchtursachen bewirken kann? Oder nur, dass Schulze in der Opposition nichts erreichen kann? Weil das stimmt natürlich beides nicht. Und sein Einwand, statt die Fluchtursachen in unser schönes Land zu importieren, ist sehr verwirrend, finde ich. Weil wenn wir über Fluchtursachen sprechen, dann meinen wir ja zum Beispiel diese 7 Punkte der UNO-Flüchtlingshilfe, die ja konkret das Kriegs- und Krisengebiet Syrien betreffen. Meint Sellner, dass jeder Geflüchtete einen kleinen Assad mit nach Deutschland trägt? Aber seien wir ehrlich, es gibt einen Grund, warum er islamische junge Menschen so betont. Damit spielt er darauf an, dass Kultur und Religion eine Fluchtursache sind, was ja nicht stimmt und eine krasse Behauptung wäre. Und währenddessen sterben weiter Babys, Kinder und Erwachsene im Mittelmeer und die Seenotrettung wird an ihrer Arbeit gehindert. Ja, von wegen Seenotrettung. Sie ist natürlich auch eine ganz große Vertreterin der Seenotrettung und benutzt sterbende Babys, Frauen und Kinder für ihre politischen No-Border-Agendas. Aber ja, schauen wir weiter im Video. Sie benutzt Frauen und Babys. Was meint er damit? Soll sie nicht über die Leute reden, die auch von der Asylpolitik betroffen sind? Warum ist Sellner das so unangenehm? Na, ich würde jetzt behaupten, dass Bilder wie diese hier halt nicht nützlich für Sellners Hetze gegen sogenannte Rape-Fugees sind. Weil wenn man seine Videos ansieht, kriegt man ja eher den Eindruck, dass nur junge männliche Vergewaltiger nach Deutschland wollen. Ich will, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört. Dann rette Ertrinkende im Mittelmeer und bring sie zurück nach Afrika, genau wie wir das mit Defend Europe gefordert haben. Und der liebe Salvini es jetzt durchsetzt, die Zahl der Ertrinkenden tendiert gegen Null. Okay, dass die Todesfälle im Mittelmeer jetzt gegen Null tendieren, stimmt natürlich nicht. Das ist einfach gelogen. Er blendet hier einen Breitbart-Artikel ein, der sich wiederum auf einen Artikel der Salzburger Nachrichten bezieht, wo ein Bericht der Internationalen Organisation für Migration, IOM, zitiert wird. Und ja, vom
9. August bis zum 29. August 2017 wurden tatsächlich keine Todesfälle auf dem Mittelmeer gemeldet. Und ja, Mitte August zogen sich viele private SeenotretterInnen aus der Region zurück wegen Drohungen der libyschen Küstenwache. Und auch seitdem sind die Aktionen der NGOs weiterhin beschränkt geblieben, vor allem wegen Druck aus Italien und Malta. Aber wie ausschlaggebend sind diese 20 Tage von vor über einem Jahr? Wenn wir uns die Statistiken der IOM ansehen, dann fällt gleich auf, dass sich die Situation nach diesem kurzen Zeitfenster nicht schlagartig verbessert hat. Insgesamt sind im August 2017 trotzdem immer noch 143 Leute ertrunken und im September waren es 102. Und das verglichen mit nur 68 im Juli, als die NGOs noch viel aktiver waren. Mit den Einschränkungen der privaten Seenotrettung hat das Sterben also nicht plötzlich aufgehört, so wie Sellner das hier andeutet. Eine größere Bedeutung spielt bei diesen 20 Tagen wohl eher, dass die Zahl der Flüchtlinge, die das Mittelmeer überqueren wollen, in den letzten zwei Jahren insgesamt stark zurückgegangen ist. Wenn wir mal bei diesem Augustmonat bleiben, sehen wir, dass die Zahl der Mittelmeerüberquerungen von 22.000 und 21.000 in 2015 und 16 inzwischen auf knapp 4.000 in 2017 und jetzt knapp 2.000 in diesem August gefallen sind. Dieser Trend hat natürlich schon angefangen, bevor die NGOs eingeschränkt wurden. Daran liegt das also nicht. Und wenn wir bedenken, wie viel sporadischer und überschaubarer die Überquerungsversuche insgesamt geworden sind, macht es schon Sinn, dass während 20 Tagen mal niemand ertrunken ist. Aber seitdem sterben halt schon immer noch sehr viele Menschen und das sollte uns immer noch Sorgen machen. Denn was sich tatsächlich seit den Einschränkungen der privaten Seenotrettung verändert hat und was uns viel mehr interessieren sollte, ist die prozentuelle Anzahl der Tode bei allen Fluchtversuchen im Mittelmeer. Also, wie verändert sich die Gefährlichkeit der Überquerung? Und da sehen wir, dass die Todesrate in einem Jahr um 1% gestiegen ist. Das ist jetzt nicht viel, aber wir können damit konkret sagen, dass prozentuell mehr Menschen ertrinken, jetzt wo die NGOs in ihrem Handeln mehr eingeschränkt werden. Und trotz dieser eindeutigen Zahlen zu behaupten, dass die Tode, jetzt wo die private Seenotrettung eingeschränkt wird, gegen Null tendieren, ist echt eine Frechheit. Er zeigt hier einfach diese Schlagzeile von vor über einem Jahr, als es kurz mal keine Tode gab, und ignoriert alles, was seitdem noch so passiert ist. Und natürlich muss Sellner hier erneut versuchen, seine Defend Europe-Aktion als erfolgreich darzustellen, als ob die Identitären mit ihrem Schiff irgendwas erreicht hätten, außer die Lage weiter zu eskalieren und sich selbst zum Affen zu machen. Aber gut, darüber habe ich schon mal in meinem anderen Video geredet. Schauen wir mal weiter. Und ich will endlich, dass Geflüchtete in Arbeit hier kommen. Ja, das wollen ja viele, aber ich glaube, deine geliebten Geflüchteten wollen es in vielen Fällen nicht. Ich zitiere Handelskammer Bayern, 70% der Flüchtlinge brechen ihre Ausbildung ab. 70% der Flüchtlinge brechen also ihre Ausbildung ab. Okay, das hat der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer München und Oberbayern 2015 gesagt in diesem Artikel, den Sellner zeigt. Das bezieht sich aber nur auf Flüchtlinge in Bayern, die ihre Ausbildung im September 2013 angefangen haben. Nur um das mal klarzustellen. In diesem aktuelleren Artikel von 2018 wird betont, dass die Anteile der Abbrüche je nach Region stark variieren und dass es keine verlässlichen Zahlen für ganz Deutschland gäbe. Dort wird die Handwerkskammer in Oldenburg zitiert, wo wohl nur 20% bei den Flüchtlingen abbrechen. Also hier seht ihr, wie unterschiedlich das sein kann. Aber Sellner hat natürlich die 70% genommen. Egal, so oder so, Flüchtlinge brechen ihre Ausbildung häufiger ab als Deutsche. Woran liegt das? Und wenn wir mehr als nur die Schlagzeile dieses Artikels, den Sellner einblendet, lesen, dann wird das sogar anhand der 70% erklärt. Zum einen sind natürlich fehlende Deutschkenntnisse schuld und dass es an Betreuung und Hilfe beim Einstieg mangelt. Zum anderen, und das ist für uns ausschlaggebend, haben die AussteigerInnen sich danach meistens eine andere Anstellung gesucht, bei der sie mehr verdienen. Denn bei Ausbildung verdient man, und das wisst ihr bestimmt auch, oft unter dem Mindestlohn. Und die Motivation vieler Geflüchteten ist ja, Geld zu verdienen, um dieses der Familie zu schicken. Wahrscheinlich vor allem bei den in den 70% einbegriffenen Flüchtlingen, die 2013 ja angefangen haben, und ihr wisst ja, was daraufhin in Syrien noch passiert ist und wofür Familien dort vermutlich Geld hätten gebrauchen können. Da ist die auf Langzeitplanung angelegte Struktur einer Ausbildung oft einfach nicht für geeignet, vor allem wenn die Zukunft mit dem Asylverfahren gerade noch unsicher ist. Zu behaupten, dass all diese Flüchtlinge einfach nicht arbeiten wollen, befüttert natürlich nur weiterhin schädliche Stereotypen von faulen Flüchtlingen, die nur den deutschen Sozialstaat ausnutzen möchten. Ich habe erst letztens gelesen, dass 300.000 Menschen aus den Hauptasylländern seit 2015 einen Job gefunden haben. 238.000 davon sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, das heißt, die zahlen schon wieder in den Sozialstaat ein.
480.000 sind arbeitssuchend gemeldet. Das sind doch ordentliche Zahlen, die die Bundesagentur für Arbeit erst diesen August veröffentlicht hat und über die zu der Zeit auch groß berichtet wurde. Also genau zu der Zeit eigentlich kurz bevor Sellner sein Video gemacht hat. Warum hat er diese Zahlen nicht erwähnt? Die hat er doch bestimmt gesehen bei der Recherche. Warum hat er stattdessen diesen FAZ-Artikel von vor 3 Jahren genommen, der über Azubis von 2013 redet und den er scheinbar auch nicht richtig gelesen hat? Hier hatten wir jetzt 2 sehr schöne Beispiele dafür, wie Sellner schnell mal Schlagzeilen einblendet, ohne diese zu kontextualisieren oder überhaupt kurz darüber zu reden. Dabei ist doch gerade sein ganzer Ansatz in diesem Part, dass er Schulze gegenüber inhaltlicher argumentieren möchte und sie auf diese Weise zerlegen möchte. Und dann ist das hier alles, was er bringt. Zweimal geht er einfach nicht auf Schulzes Forderungen ein und schlägt vor, dass sie persönlich nach Syrien gehen soll. Und dann blendet er einen Artikel von 2015 ein und einen von 2017, die aber beide im Kontext aktueller Informationen inzwischen ziemlich nichtsaussagend sind. Ja, und das war's auch schon mit dem inhaltlichen Teil des Videos. Hat sich auf jeden Fall voll gelohnt für Sellner. Da hat er es der irrationalen Schulze so richtig gezeigt, mit seiner Sachlichkeit. So, was bleibt uns jetzt noch zu sagen? Wagen wir mal ein Fazit. Das klingt jetzt etwas kindisch, aber ganz einfach betrachtet ist es halt echt gemein, was Sellner hier macht. Es ist unkonstruktives, billiges Clickbait, damit seine Fans über sogenannte linksgrün versiffte SJWs lachen können. Das fördert keine gesunde Online-Diskussionskultur, das macht Leute hässlicher und intoleranter. Und klar, man kann Sellner jetzt nicht für all diese Kommentare verantwortlich machen, aber das ist die Diskussionskultur, die er pflegt, die er unter seinen Videos erlaubt und die er nicht verurteilt. Ich meine, Schulze hat ja ihrerseits auch kein Video darüber gemacht, wie sehr sie Sellner nervt, wo sie sich über seine Sprache, seine Gestik oder seine Hintergrundverzierung lustig macht. Sie hat 2 Videos über die identitäre Bewegung gemacht und wie schlimm sie die findet, ohne eine einzige persönliche Beleidigung. Ich meine, so einfach kann das sein. Ich hätte mich ja bei meinem ersten Sellner-Video auch über ihn lustig machen können. Ich finde ihn natürlich auch nervig und das war sehr verlockend, mich über seine Aussprache französischer Wörter oder über seine Eitelkeit lustig zu machen. Aber diese Art von Video wollte ich halt nicht machen und das will ich auch jetzt nicht. Und es lohnt sich nochmal hervorzuheben, dass das Video hier Sellners großer Beitrag zu der Landtagswahl in Bayern war. Zu dem Zeitpunkt waren die Grünen in den Umfragen hinter der CSU an 2. Stelle und das war Sellners einziges Argument, um sie nicht zu wählen. Und wenn ihr das auch so seht, dann helft mir doch bitte dabei, dass wir unsere Zukunft gut gestalten. Nein, so sehe ich das nicht. Ich sehe das ganz anders. Aber ich will auch eine gute Zukunft haben, liebe Kathi. Und ich will eine gute Zukunft auch für die lieben Bayern haben. Und daher hoffe ich sehr stark, dass du als Vogelscheuche der Grünen möglichst viele Wähler wegscheuchst, beziehungsweise die komplett Unbelehrbaren aus der CDU raussaugst, wie so eine, ja, die mir davon jetzt einfallen, wenn ich lieber nicht, weil sonst wird das Video rascher gesperrt, als ihr Hallo zusammen sagen könnt. Übrigens bleibt noch die Frage, warum Schulze? Und warum dieses Video von Schulze? Warum nicht ihr Mitspitzenkandidat Ludwig Hartmann, der ja ähnliche Positionen vertritt und zudem öfters als Schulze im Fernsehen war? Der hat natürlich auch seinen eigenen YouTube-Kanal, wo sich solche Perlen wie diese hier verbergen. Hallo Bayern! Ich würde jetzt gerne nochmal kurz weiter überlegen, warum dieses Video von Sellner so großen Anklang gefunden hat. Und das Stichwort dafür ist, glaube ich, nicht konforme Frauen oder wütende Frauen oder Hysterie. Das Wort Hysterie kommt aus dem griechischen Hystera und heißt Uterus. Platon, der das Ganze damals für eine furchterregende Krankheit hält, schreibt darüber, die Gebärmutter ist ein Tier, das glühend nach Kindern verlangt, bleibt es nach der Reife lange Zeit unfruchtbar, so erzürnt es sich, durchzieht den ganzen Körper, verstopft die Luftwege, hemmt die Atmung. Offenbar betrachtete man damals vor allem diejenigen Frauen so, die ihrer gesellschaftlich zugedachten Rolle nicht gerecht wurden. Und so steckte die Hysterie jahrtausende lang als weibliches Leiden in den Köpfen. Und wir könnten jetzt natürlich versuchen, eine Verbindung zu der Geschichte der weiblichen Hysterie oder Hexenverbrennung oder Steinigung zu ziehen, aber das scheint mir jetzt für dieses Video unangebracht zu sein. Das ist ein ganz anderes Fass, was ich jetzt nicht aufmachen möchte. Abseits davon ist das, was ich mit Überzeugung sagen kann, einfach weil ich mich viel mit Politik beschäftige,
dass weibliche Politikerinnen viel genauer auf ihre Ausdrucksweise, ihr Gemüt geprüft werden als ihre männlichen Kollegen. Das bekannteste Beispiel, und es tut mir echt leid, dass ich darüber reden muss, ist natürlich der US-Wahlkampf zwischen Trump und Clinton. Und dieser Time-Artikel von William Chang bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, dass Frauen in der Öffentlichkeit öfter dazu aufgefordert werden, die Ruhe zu bewahren und mal zu lächeln, während Männer genauso erregt über etwas reden können und diese Kritik dabei nicht erfahren. Dem Ganzen liegt natürlich eine Machtdynamik zugrunde, wo Männer sich der Verantwortung entziehen, Frauen wirklich zuzuhören. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Selnas Motivation bei all dem nur purer Sexismus war, aber dieser Missstand wird halt verschlimmert, wenn so jemand wie er ein Video macht, wo er sich nur über die Emotionalität der Rede einer Politikerin lustig macht und sie mit so Sprüchen wie "Liebe Kati" und "Was will sie denn die Kati" herablassend behandelt. Gut, jetzt habe ich nicht mehr wirklich viel mehr zu sagen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal mit Freunden teilt oder kommentiert, denn ich würde das hier gerne weitermachen. Und geht vielleicht auch gleich auf den Kanal von Katharina Schulze und schreibt ein paar nette Kommentare unter die Videos, denn dank Selna sieht das bei ihr gerade echt nicht schön aus. Okay, ciao.